Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Equine Passion mit Fee. Leider etwas verspätet. Die Folge sollte ja am Montag kommen. Jetzt nehme ich es am Montag auf. Warum? Wieso? Weshalb? Ich hatte einen Extrem-Fail-Totalausfall. Geht gar nichts mehr am Wochenende. Und ich will jetzt auch kein bestimmtes Online-Spiel irgendwie beschuldigen, das mich rausgeworfen hat und meinen kompletten PC gleich mitgenommen. Ja, also ich habe gespielt, ich wollte eine Aufnahme machen mit einem anderen Online-Spiel, das jetzt nichts mit Equine Passion zu tun hat. Und auf einmal, wumps, kackt das Spiel ab und mein PC stürzt mit ab. Und also er hat sich komplett aufgehängt und als ich ihn dann neu gestartet habe, ja, ist weder das Aufnahmeprogramm noch irgendwie auch das Videoprogramm gelaufen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und ich habe auch irgendwie nicht besonders viel gemacht, um das jetzt wieder in den Griff zu kriegen. Das hat sich irgendwie einfach von selbst erledigt. Er hat wohl nur eine Ruhepause gebraucht. So von 12 Stunden, 24 Stunden ungefähr. Und jetzt ist er wieder fit. Ja, die Technik. Und nein, ich möchte jetzt nicht in den Kommentaren lesen, Frauen und Technik. Ja? Verkneift euch das. Das muss ich jetzt nicht hören. Ja, irgendwie muss ich jetzt mir erstmal meine Gedanken sortieren und meine Schubladen wieder sortieren, weil ich die Aufnahme, die ich jetzt mache, nämlich gestern auch schon dreimal gemacht habe und ich erzähle euch das jetzt alles, was ihr jetzt zu hören bekommt, schon das vierte Mal. Ihr merkt das nicht, aber ich merke das und deswegen muss ich jetzt einfach mal gucken, was habe ich denn wirklich schon erzählt und was in die Folge rein sollte und was habe ich aber schon in der letzten Folge erzählt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas doppelt erzählt habe, dann mal bitte nicht böse sein. Das hat einfach was damit zu tun, dass nicht nur der Computer, sondern auch mein Kopf irgendwie so leichte Stromausfälle hat. Ja, weil wenn man zu oft was wiederholt, dann kann es auch mal zu Crash führen. Ja, ihr wisst ja, ich bin immer so ein bisschen ein kleiner Drückeberger, was diese Termine hier oben angeht. Ich mache immer gerne erst was anderes und auch, weil ich weiß, dass ihr, naja, ich will es euch jetzt nicht unterstellen, aber manche bleiben mit Sicherheit nicht bis zum Ende des Videos dran und das finde ich nicht so schön. Deswegen versuche ich immer die Sachen, die jetzt so wichtig sind, also wie jetzt Hilfe für andere Spieler, so diese kleinen 2 Minuten Vieh hilft, die versuche ich dann immer so am Anfang hin zu quetschen. Ja, wie zum Beispiel Paula Equine. Paula Equine. So. So wird sie geschrieben. Da ist sie ja auch schon. Hallo Paula. So, Paula, ihr seht es schon, hat gerade keine Pferdchen. Warum? Ganz einfach, Paula war sehr, sehr lange inaktiv und hat deswegen jetzt keine Pferde mehr. Sie möchte aber ihren Account wieder aufbauen und nicht abgeben und deswegen würde sie sich freuen, wenn ihr sie als Reitbeteiligung eintragt. Sie kümmert sich um eure Pferde für einen kleinen Lohn, denn sie ist irgendwie auch ziemlich in den Miesen und möchte das gerne wieder revidieren. Paula ist in Fahren ausgebildet, das heißt, wenn ihr Pferde habt, die in Fahren ausgebildet werden sollen und ihr das selber nicht schafft oder ihr denkt, Mensch, ich helfe der Paula ein bisschen, ich greife ihr unter die Arme, dann sendet ihr gerne euer Pferd als Reitbeteiligung. Das war Nummer 2. Jetzt habe ich hier noch Momostar. Momostar kennt ihr mit Sicherheit. Die hat mal Hilfe gebraucht, jetzt braucht sie wieder ein bisschen Unterstützung und das ist
hier zu sehen, denn Momo Star hat jetzt ein paar Pferde, die sie leider nicht mehr alle selbst versorgen kann. Sie braucht ein paar Reitbeteiligungen und ich würde mal sagen, gerade so Wuschel oder Tinkerbell. Aladdin ist doch ein ganz süßer Name, wenn ihr denn möchtet, dass ihr Momo Star ein bisschen helft. Das heißt also, wenn ihr gerne möchtet, hier ein paar Reitbeteiligungen zu übernehmen, schreibt einfach Momo Star eine Nachricht. Natürlich solltet ihr auch zuverlässig sein. Ja, ich finde es ja toll, dass auch andere solche Probleme mit den Reitbeteiligungen haben und nicht nur ich. So, jetzt haben wir noch Hilfe für einen kleinen Jolly Ronimo. Das ist die Nudel aus Star Stable. Genau, die ist nicht nur hier bei Equine Passion dabei, sondern auch bei SSO. Und die hat damals auch den kleinen DJ gewonnen und gekauft. Jetzt möchte sie gerne zwei Pferdchen verkaufen. Und das eine ist Kamira, ein süßes Araberfohlen, ein einfarbiger Rappe, eine Stute, Papiere hat sie. Und die ist 8 Monate alt. Das heißt, ihr könnt sie auch gleich erwerben. Wenn ihr also da Interesse dran habt, schreibt Ronimo einfach an. Und dann möchte sie gerne noch Lima verkaufen. Das ist auch eine Stute, ein Pappbrett-Araber, ein einfarbiger Brauner, 6 Monate alt. Ihr könnt sie also auch gleich kaufen und haben. Dann könnt ihr hier auch einfach Ronimo anschreiben, wenn ihr da Interesse dran habt. So, das war jetzt mal das. Dann zeige ich euch mal hier, was passiert ist. Ihr habt das jetzt nicht mitbekommen, aber ich zeige das euch jetzt gleich. Also ein Pferdchen hat Papiere bekommen, das andere nicht. Ich wollte ja eigentlich den Hengst. Wo ist er denn? Wo ist er denn da? Den kleinen Hengst. Hier, genau. Ich habe ihn übrigens benannt. Das habt ihr leider auch nicht mitbekommen. Ja. Also was heißt mitbekommen? Ich habe ihn schon im Video benannt, nur ist das Video gecrashed. Also ich habe ihn benannt nach Saad Ben Rubina Min Fi. Und dann hat er ja A plus F von der Zuchtgemeinschaft. Saad heißt so viel wie geduldig, vernünftig, sowas in der Art. Und ja, das fand ich echt irgendwie ganz schön. Und deswegen habe ich ihn so genannt. Ja. Und ich wollte ihm ja Araberpapiere geben, weil ich mir schon gedacht habe, dass er eben als Palomino Rowan, weil er ja hier, Moment, ich zeig's euch, weil er ja das Cream-Gen hat, keine Papiere bekommt als AVB. Ich konnte es aber leider nicht auswählen. Das ist mein Problem. Also ich habe wirklich versucht, dann, als ich die Papiere beantragt habe, auszuwählen Araber oder AVB. Ich konnte es aber nicht. Ich gehe jetzt davon aus, dass es vielleicht daran liegt, weil er wirklich 100% AVB ist und deswegen natürlich komischerweise auch keine Auswahl hat. Meine Frage an euch, habt ihr eine andere Idee, woran das liegen könnte oder liegt es daran? Ich meine, er ist recht hübsch, er ist wirklich recht hübsch, aber hat eben keine Papiere. Damit kann er auch natürlich auch nicht gekürt werden, was extrem schade ist, weil er toll ist, mit Rowan und mit Cream gehen. Ja, funktioniert leider nicht. Der nächste, das andere kleine Fohlen, wo ist es denn? Da, bei Silver. Genau, das habe ich genannt Lara Simin Binti Silver Minfi, A plus F. Ja, meine Namen werden immer länger, ich weiß.
Aber wir müssen ja das Ding auch nicht immer so nennen, ne? Also Abkürzung Lara. Warum habe ich es Lara Semin genannt? Lara Semin heißt so viel wie silberner Mondschein. Und ich habe mir gedacht, nachdem es ja von Silber ist, passt das auch total schön dazu. Und natürlich auch, weil es ja sowieso auch ein Schimmel wird. Ja, das kleine Fohlen hier hat ein Graying und ein Rowan Gen. Was mich da allerdings ein bisschen irritiert ist, Lara Semin hat Papiere bekommen. Ist auch ein totales arabisches Vollblut, aber es hat doch ein Graying Gen. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verdutzt. Jetzt muss ich nochmal nachgucken bei Zucht. AVB. Folgende Aufhellungen sind erlaubt. Ja, Graying ist erlaubt. Ne? Nur Cream ist nicht erlaubt. Okay, ja, dann ist das natürlich wieder eine Erklärung dafür. Wir haben uns ja entschieden, dass wir... Oder ich habe mich entschieden, dass ich von dem ersten Wurf, nenne ich es jetzt mal, da das kleine Fohlen hier von Stormy behalte. Und ich möchte natürlich gerne auch noch von dem zweiten Wurf, also entweder das Fohlen von Silver oder das Fohlen von Rubina behalten, eins davon. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was jetzt euer Tipp ist, welches Fohlen soll ich behalten, weil ich habe das jetzt getestet in diesem Interieur-Exterieur-Rechner, die sind beide ungefähr gleich. Ihr könnt sie euch ja gerne nochmal anschauen und dann gebt mir doch euren Tipp, welches Fohlen würdet ihr an meiner Stelle behalten. Ja, was war jetzt noch? Es war noch die Körung dran und die Prämierung, das auch. Face hat die Körung leider nicht bestanden. Face hat zwar eine echt gute Fohlenprämiernote mit Exterieur 7,3 und Gesamtnote 5,6, aber die Körung ist nicht bestanden. Und warum? Und da beiß ich mich in den Popo. Psst, nicht so laut. Da beiß ich mich wirklich in den Popo. Das Exterieur wirklich wieder noch 7,3, aber das Interieur 5,9. Bei einer Mindestnote von 6. Das heißt, um 0,1% hat Face die Note verpasst. Gesamtnote 5,1. Ich werde ihn trotzdem nicht kastrieren, weil er mit diesem guten Exterieur wirklich auch zur Eigenzucht verwendbar ist. Ich muss ihm halt dann eine Stute von mir suchen, die ein gutes Interieur hat und dann kann man das auch wieder ausgleichen. Ich kann ihn zwar nicht in der Hengststation anmelden als Zuchthengst, aber ich kann ihn in meinen Zuchtgemeinschaften überlassen, falls einer von euch auch Interesse dran hat und er ist durch sein... Training, also er ist ja hier in Distanz bei einer guten TK3 zusätzlich zu der Eigenzucht auch noch eine Möglichkeit, die ihn dann als Turnierpferd auszubilden. Ich werde ihn definitiv behalten, weil ich ihn irgendwie total schick finde. Und weil er mir doch ziemlich ans Herz gewachsen ist und wegen der guten Exterieur-Körnote. Also wenn ihr mal einen Zungenbrecher sucht, dann ist das definitiv einer. Dann war die kleine Lilfi ja auch bei der Prämierung. Die hat bestanden. Da war allerdings die Fohlenprämierung auch besser als die Prämiernote. Ich komme damit irgendwie immer durcheinander. Das Exterieur ist bei guten 6,8 und insgesamt hat sie auch ein Interieur von 6,5. Ist natürlich auch super. Warum sie jetzt doch bloß 5,1 bekommen hat, liegt an ihrer Begabung, die jetzt bei Raining und Trail nicht so gut ausgebildet ist. Interessiert uns ja aber nicht, weil wir wollen ja Distanz haben.
So, sie ist auch toll zur Zucht, weil sie ist ja auch ein Schimmel. Das heißt, sie hat ja nicht nur das Rowan-Gen, sondern auch das Graying-Gen. Und deswegen bleibt sie ja definitiv bei uns. Ich habe auch das Gefühl, dass sie so mit jedem Monat, den ich spiele, immer heller wird. Was ich auch irgendwie schön finde. Ich mag sie. Wen hatten wir denn noch? Da gab es noch ein drittes kleines Fohlen. Und das dritte kleine Fohlen war Habiti. Habiti wird jetzt erstmal hier, wenn ich schon dabei bin, mal schnell trainiert. Map. Genau, Habiti hat die Prämierung, jetzt habe ich es richtig, auch bestanden. Und zwar mit 5. Die Fohlenprämierung war extrem gut. Exterieur 7,3, also auch perfekt, würde ich fast sagen. Und sie wurde mit 5 prämiert, weil das Interieur jetzt nicht so toll ist. Aber da ist es jetzt eben auch wieder so, da suche ich einfach für Habiti einen Hengst, der ein tolles Interieur hat. Und dann gleichen wir das auch wieder aus. Mit 5 prämiert ist schon eine große Steigerung für unsere Zucht. Denn momentan sind meine Zuchtstuten ja alle mit 3,9 prämiert. Also wenn wir jetzt mal an Dreamy, an Stormy und auch an Vangelis denken. Deswegen ist das definitiv schon eine Steigerung. Und ich freue mich total auf die nächste Saison. Ein Jahr müssen wir jetzt zwar noch warten, weil 2 Jahre, 6 Monate, das heißt, wird wohl nicht mehr funktionieren, dass wir Ende Februar mit ihr züchten. Das geht definitiv nicht. Ja, aber vielleicht schaffen wir es noch. 6 Monate, lasst mich mal kurz gucken, 6 Monate, Januar, Februar, März, April, Mai. Wenn wir im Mai züchten, dann kommen die Fohlen im April. Das könnte sogar fast noch gerade so, laufen. Lasst mich mal schnell gucken, wann ist denn so die letzte Anmeldemöglichkeit zur Fohlenschau ist Ende Juni. Wenn die Fohlen im Mai kommen, dann funktioniert das noch. Also das heißt tatsächlich, wir könnten eventuell schon im Jahr 2025 ein Fohlen mit Lilfi und Habiti die bekommen. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Ja. Genau. Ich mache mich jetzt noch hier an die Versorgung der Pferde. Ich werde auch noch ein bisschen die Pferde trainieren. Und das brauche ich euch ja jetzt nicht mehr so oft zeigen. Also ab und zu nehme ich es vielleicht noch mit rein, aber so oft muss ich das euch ja jetzt nicht mehr zeigen. Das kennt ihr ja inzwischen. Das heißt, vergesst nicht zu kommentieren, wenn ich eine Frage an euch habe. Ich brauche da immer eure Hilfe. Und wenn ihr Lust habt und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einfach einen Daumen hoch. Wenn ihr hier das erste Mal seid, dann könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen, damit ihr mich nicht mehr verpasst und ich euch einfach weiter nerven kann. Und dann schaut einfach noch bei einem anderen Projekt von mir vorbei und sorry, dass das Video jetzt mal einen Tag oder zwei zu spät kommt. Ich weiß noch nicht, wie ich es jetzt hinkriege. Auf jeden Fall, bis dann, eure Fee. Tschüss.